Nein, ich weiss nicht, was es ist. Das erste Mal, wo ich das höre. Aber ich würde es gerne mal wissen. Ehrlich gesagt nein, aber ich habe es schon öfter gehört, könnte es aber selbst nicht beschreiben. Nein. So viel ich weiß, sind das wucherige Wärmwetter. Ich bin sehr schlecht im Schätzen, aber ich weiß, dass es ziemlich viel sind. Wie viele Frauen von 100? Also ich hätte jetzt wahrscheinlich schon fast 30. Vielleicht so 3000, ich weiß nicht. Da ich es trotzdem schon oft gehört habe, vom Namen her, ist meine Schätzung so jede 10., 12. Frau. Ich weiß es einfach, dass es so ist. Aber ich finde es eigentlich schon noch verrückt, weil also es sind schlimme Schmerzen, die man hat, die man die ganze Zeit ein bisschen mit sich mitträgt. Ja, was ich jetzt gemerkt habe, meine Mutter hat das eigentlich auch. Aber sie hat trotzdem erst gerade geboren. Also, ja, es ist eigentlich. Ich habe zuerst nicht gewusst, was es ist, aber jetzt weiß es wieder. Ehrlich gesagt hat mich das Thema erst in den letzten Jahren, weil ich selber Mutter geworden bin, beschäftigt. Und vielleicht kommt es auch mit dem Thema, dass Frauen im Älteren, also erst älter werden und dann erst Kinder bekommen und dadurch das Thema vielleicht präsenter ist. Schockierend tut es mich trotzdem, weil man ja weiß, dass es mit der Psyche auch zu tun hat der Frauen und mit Schmerzen natürlich auch verbunden ist.